Oh, Folterbildschirm. Hallo und herzlich willkommen. Ja, schön, dass ihr da seid. Heute gibt es einen ganz spontanen Donkey Kong Stream. Ich habe mir mal gedacht, haben wir so oft gespielt in letzter Zeit, aber ich wollte es immer mal wieder spielen. Ich bin jetzt nicht der Danny Pro, der da so durchrascht, aber ich gebe mein Bestes. Ich hoffe, es funktioniert. Ich weiß, die letzten beiden Welten werden schwer für mich. Ich weiß nicht, ob ich so ohne Safe State schaffe. Ich werde es aber probieren. Und ich begrüße euch erstmal. Danny ist da. Schön, dass du reinschaust. Wie gesagt, so gut wie du kann ich es nicht. Ich bemühe mich aber. Dann kam Insider und Daywalker ist auch schon da. Ja, ist ganz spontan. Schön, dass überhaupt jemand reinschaut jetzt um die Uhrzeit. Die meisten werden wahrscheinlich noch arbeiten sein. Von Speicherpunkt oder von Anfang. Natürlich vom Speicherpunkt. Heute von Anfang an. Ich habe noch gar keinen Speicherpunkt. Aber Patrick ist nicht da, ne? Patrick fehlt. Aber vielleicht kommt er gleich noch rein. So. Ich habe einen neuen Mikrofonständer gekriegt, aber der hält noch nicht so genau da, wo er halten soll. Ich hoffe, das funktioniert. Und ich hoffe, ich muss jetzt nicht schon wieder alles einstellen. Und danke für dein Host, Danny. Wo habe ich denn meinen Emulator? Ihr müsst mir gleich nochmal sagen, die Emulatoren, ich weiß nie, wie laut die sind. Ob der okay laut ist. Oder ob ich da noch was umstellen muss. Wo bin ich denn jetzt in welchem Ordner gelandet? So, Donkey Kong. Donkey Kong Country. Wo haben wir es denn? Da. So. Der Sound ist wahrscheinlich ein bisschen zu laut, ne? Macht den mal ein bisschen leiser. Sagt mal, ob der so zu laut ist oder ob der in Ordnung ist. Hier hört ihr jetzt schon ein bisschen Musik. Wenn ich dir noch was leiser oder lauter machen soll, dann sag einfach Bescheid. Okay, so. Alles klar, super. Ich habe gerade schon mal kurz reingeguckt. Ich kann zwar hier Deutsch auswählen, aber irgendwie stellt er das nicht auf Deutsch um. Steht immer noch auf Englisch da. Aber ist egal. Wir brauchen eh nicht viel Text bei Donkey Kong. Und hier steht's wieder auf Deutsch. Oh doch, tiefster Kongo. Dschungelfieber, da steht's auf Deutsch. Okay, okay. Aber vielleicht ist nur das Menü. Oh, Daywalker! Vielen Dank für deine Spende! Haut da rein! Dankeschön, danke! Das freut mich. So, jetzt ärgern wir uns erstmal, dass unsere Bananen weg sind. Und hallo Markus, schön, dass du reinschaust. Ne, der Mikrofonständer ist natürlich jetzt genau auf meinem Chat drauf. Aber irgendwie kann ich damit leben. So, wir gehen erstmal oben lang. Soll ich mal gucken, ob ich auf dem Fass reiten kann? Gucken, ob ich das hinkriege. Ich darf nicht zu nah da dran, sonst verfolge ich das. Ja, ich krieg's hin. Aber wir wollen nicht cheaten. Komm, ich will ganz normal durch die Level gehen. Man kann nämlich auch. Es gibt auch im Schneelevel, da kann man aufs Fass drauf. Und da kann man durch das halbe Level durchwuseln. Ohne dass man da großartig was machen muss. Ja, Weihnachten ist jetzt vorbei, Leute, ne? Jetzt geht's auf Silvester zu. Silvester ist natürlich wieder montags an meinem Streaming-Tag. Ja, wo ist Patrick? Frage ich mich dann auch mal. Ich habe sehr kurzfristig angekündigt. Ich habe mir einfach total spontan gedacht, ich habe voll auf Erfolg bekommen. Du wolltest eigentlich schon die Tagesstream, eigentlich schon am ersten Weihnachtsfeiertag. Aber das hat einfach nicht hingehauen. Jetzt ist wieder ein bisschen Zeit. Ich werde hier auch nicht auf 100% spielen. Also ich weiß absolut gar nicht mehr, wo die ganzen Bruno-Spiele sind. Bei Teil 1 weiß ich das sowieso nicht gut. Bei Teil 2 ein bisschen besser. Hauptsache weit kommen und irgendwie ja, Richtung Ende kommen. Die Ölfasswelt und die Eiswelt, die werden echt schwer für mich. Ich nenne sie mal Ölfasswelt. Sturztag. Da regnet es immer so viel. Das mochte ich vorher nie, weil es da so viel Regen gibt. War hier oben nicht was? Ne.
Aber man konnte oben noch. So. Müssen am Anfang noch schön viele Leben sammeln. Damit wir nachher noch genug Puffer haben. Ich glaube, Danny, du bist ja mal mit 99 Leben rausgegangen, oder? Irgendwie sowas. Wir nehmen mal schön die Bonusspiele alle mit. Ich mag diese Gürteltiere nicht. Was hier unten? War das hier unten? Irgendwo konnte man sich auch runterfallen lassen. Ich weiß noch nicht mehr genau, wo das war. Kann auch sein, dass es nach der Mitte war. Aber das möchte ich halt nicht riskieren. Hier vielleicht? Ja. Das ist okay. Donkey Kong bekommt zwei kaputt. Aber kein Bonus. Diddy Kong muss zweimal drauf springen. Aber das müsst ihr wahrscheinlich schon alle. Warte, ich guck gleich noch auf den Chat. Oh, ach nee, ich kann ich mich gar nicht mehr starten. Hier, im ersten Tag habe ich mich, glaube ich, gar nicht stapeln, ne? Ich hätte wahrscheinlich aufs Gürteltier gemusst. Oh. Jetzt habe ich missgebaut. Und von hier mein erstes Leben, da ist nicht in Zeit gesprungen. Das tut mir total leid, Leute. Ah. Denkt an Bonus im Bonus. Das weiß ich nicht mehr, wo das war, Leute. So gut, kenne ich. Ich mag das Spiel sehr gerne, aber ich kenne es halt nicht gut genug. Ich glaube, ihr seid da die besseren Pros für. Wo war das denn mit dem Bonus im Bonus? Guck, er muss zweimal dagegen springen. So, jetzt nicht wieder das Seil verpassen, Didi. Ich will hier Leben sammeln, nicht Leben verlieren. Aber gleich wird's aufzurechnen. Gleich wird's schön. Go! Mein Gott! Ein dummes Gürteltier. Jetzt habe ich doch nochmal Didi verloren. Aber ich wollte das Leben da oben noch mit einbauen. Ja, die vielen Bonus-Level. Affenbandlevel. Wo ist das nochmal? Toll, jetzt bin ich Stapelchips. Für mich geht Weihnachten eigentlich auch bis, ja, bis Silvester. Für mich ist da bis dahin Weihnachten. Eigentlich ist Weihnachten ja bis die Sterne hier kommen, ne? Bis dahin machen wir noch den Baum stehen. Oh, Insider! Vielen Dank für dein Abo! Vielen Dank für dein Resub! Danke, danke, danke. Kein Text dazu? Ja, mein Hans liest ja nicht vor, ne? Der Button ist weg. Ich hab nochmal nachgeguckt. Ich find's nicht. Es war immer da, aber das ist jetzt weg. Die haben da irgendwas geändert und ich hab die App ja nicht. Ich mach's ja manuell. Über den Browser. Vielleicht füllen wir es wieder ein. 5 Monate sind schon. Ach ja, doch, das geht vom Handy jetzt. Ich habe der Nessie und der Danny die Woche das Abo verlängert und da konnte ich doch noch einen Text schreiben dazu. Vom Handy aus. Ich habe nicht viel geschrieben, aber es ging. Dann haben wir die Mitte. Ach, jetzt ist er über den Wind drüber gesprungen. Ja, ich wollte es haben. Wir haben hier ein neues Fass. War hier nicht auch noch irgendwo? Da, Bonus. So ein bisschen Bonus finden wir. Wusste zumindest, ne? Wusste zumindest nicht wo. Okay. Ups. Können wir da nochmal hoch? Ein paar Bananen können wir nach unten mitnehmen. Die schaden nicht. Wir haben schon zwei On Guards. Noch einen, dann haben wir ein Bonusspiel. Kommen noch die hüpfenden Viecher hier, ja. Ah, die Namen, da bin ich auch nicht so gut drin. Zehner weiß ich, das ist die Wiener. Mit wem Bowser auch im Chat angezeigt. Boah, das Wasserlevel fand ich früher so cool.
So richtig schönes, klares Unterwasserlevel. Ich fand Unterwasserlevel in den meisten Spielen scheiße, aber das finde ich richtig cool. Sieht so schön. Sieht so einfach so schön klar aus, das Wasser. Aber auch kalt. Kaltes, klares Wasser, da gab's auch mal ein Lied. Kommt mir jetzt wahrscheinlich genau entgegen, ne? Nee, doch nicht. Und hier unten haben wir Onga. Mist, jetzt habe ich den Ballon verpasst. Bin ich hier noch? Nein. Man muss rechts rumgehen. Und dann wieder schnell zurück. Aber noch knabbern wir nicht am Leben. Am letzten Leben. Wir sammeln dann noch erstmal. Ist mein Mikrofon eigentlich gut eingestellt? Weil ich musste gestern irgendwie... Ich musste gestern hier alles umstöpseln, umbauen. Wegen dem neuen Mikrofonständer. Und da habe ich auch in der Lautstärke was rumgebastelt. Fand mich auch einmal total leise. Ich habe keine Ahnung wieso. Dann habe ich es aber wieder laut gestellt. Ja gut, eigentlich Dixie noch, ne? Weil die fliegen kann. Aber hier in dem Teil ist auf jeden Fall Didi mein Lieblingscharakter. Der steuert sich auch leichter, finde ich. Donkey Kong ist so schwer. Irgendwie merkt man das beim Steuern. Da noch mal nachgucken mit dem Scheiß mit dem Hans. Der Hans darf nicht verloren gehen. Kommt das Knabber da richtig? Das fand ich früher auch schwer. Tut mir leid, ich nehme den kurzen Weg. Auch eigentlich wollte ich es ja richtig gehen, aber den habe ich schon immer genommen. Aber ab der Mitte weiß ich nicht mehr genau, wo wir da rein mussten. Also ab da muss ich richtig spielen. War irgendwo ein Bonus-Spiel, meine ich. Aber ich habe jetzt eh kein Fass mehr. Ne, das ist der offizielle Weg hier. Hier so schön knallt. Yay! Gut, bin einigermaßen mitgekommen. Hab ich Angst, dass ich hier noch kaputt gehe. Wieso kommt der da nicht auf? Donkey Kong ist zu schwer, ich sag euch was. Komm ich hier nochmal zurück? Zumindest für das G. Ach, doch, die paar Bananen werden hier auch noch rein. 15 Leben! Das freut mich. Habt ihr alle noch Urlaub? Also zumindest ein paar? Ja, ne? So, meine lieben Candy können wir speichern. 10%. 10% in 10 Minuten. Also müsste ich 100 Minuten brauchen. Aber das glaube ich nicht. Das wird mehr. Der erste Gegner ist noch leicht. Und schon ist er kaputt. Und wir haben die erste Nintendo-Banane wieder. Und die ganzen Bananenstauden im Hintergrund. Die gehören uns auch wieder alle. Den tiefsten Kongo haben wir geschafft. Jetzt kommen wir in die Affenminen, wo mein Lieblingslevel ist. Loh und leicht sind. Aber da kommen wir gleich erst zu. Das konnte ich früher als Kind gar nicht. Ich bin nur bis dahin gekommen. Weiter bin ich nie gekommen.
Und ich habe geweint, weil ich das nicht geschafft habe. Das weiß ich noch. Ich war so traurig. Ich habe mir echt in der ersten Welt, keine Ahnung, wie viele Leben zusammengesammelt. 50 Stück oder sowas. Und dann habe ich es nicht geschafft. Ich habe es einfach nicht geschafft. War ich noch zu klein für. Ja, der Frosch, der lässt sich nicht ganz so schnell steuern, finde ich. Was? Ich bin noch zweimal durch die Bananen gesprungen, wieso hat er die nicht mitgenommen? Hopp! Noch. Komm, erstes Bonusspiel mit dem Strauß. Ich weiß, wo wir es verdoppeln können, ganz hinten durch. Aber ich weiß nicht, ob ich da hinkomme. Leider nicht hin. Da konnte man drüber. Scheiße. Da konnte man nämlich seine Münzen, seine Straußtaler hier verdoppeln. Ich will zumindest zwei Leben hier zusammenkriegen. Vielleicht kriegen wir noch ein drittes. Komm, drei kriegen wir noch. Ja, drei Leben. Drei Leben. Er macht einen Doppelsprung, der Strauß. Ich dachte, ich muss einfach nur Y immer gedrückt halten im richtigen Augenblick. Macht der Frosch auch einen Doppelsprung? Nein. Pinky heißt er, oder? Wie heißt der Strauß denn nochmal? Nein! Sorry. Ja, Binkys Trampelfahrt heißt das Level auch. Und heißt der Frosch, glaube ich, auch so. Leute, ich habe schon zwei Leben verloren. Ich bin erst in der zweiten Welt. Nein. Oh Mann, die Bananen leider nicht mehr drin. Ich kann den Frosch nicht mehr haben. Schade. Aber das Leben holen wir wieder rein mit dem Kommen. So, Hauptsache mal das Level geschafft hier. Und die Firma! Hallo, schön, dass du reinschaust. Das freut mich. Also springen und fliegen, dann kommt man dahin. Ja, das habe ich versucht. Das hat aber nicht funktioniert. So, dann wollen wir mal das Level, wo ich immer gestorben bin als Kind. Was ich jetzt sehr gerne mag. Gucken, ob ich es hinkriege. Kann ich nur leider nicht auf den Chat gucken. Ich war zu bananengierig. Nein, ich war zu bananengierig. Okay, wir sind nicht mehr bananengierig. Das lassen wir sein. Wir sind einfach nur so, dass wir das Level schaffen wollen. Keine Bananen hier mehr. Man muss dann nämlich ganz knapp abspringen, wenn man die Bananen kriegen will. Und nicht sterben möchte. Nein, diesmal machen wir nochmal sicher. Mist. Ja. Wir haben jetzt ein Bonusspiel. Ich weiß noch nicht mehr, hier gab es auch eine Kammer, da konnte man die Sache verdoppeln, aber da wusste ich noch nie genau, wo die war. Da bin ich mal durch Zufall reingekommen. Vielleicht, dass wir wieder drei Leben zusammenkriegen.
immer diese Attacke. Da muss man Y lange gedrückt halten, dann gibt der Vollgas. Aber ich glaube, das geht im ersten Teil noch nicht. Aber drei Leben können wir zusammen locker. Okay, so locker auch nicht. Ich denke mal, so drei Leben sind immer machbar, außer man kriegt diese Verdopplung. Die Bonus-Spiele waren immer voll öde, ja. Kannst du überspringen? Nein, das kann ich nicht überspringen. Ich muss schon wieder von vorne anfangen. Nein, wenn ich im Bonus-Spiel gelandet bin. Halt so schön, das sehen wir es nochmal. Die hätten uns eigentlich einfach auf der Strecke aussetzen können. Nein, ich traue mich nicht mehr. Das sind auch knapp die Sprünge. So, jetzt haben wir zumindest die Mitte. Jetzt müsste das nicht nochmal von vorne gehen. Oh, das war knapp der Sprung. Mist, den Punkt habe ich jetzt auch nicht erwischt. Nein, und er springt aus dem Wagen raus. Da hat man schon zwei Affen dabei und er springt einfach aus dem Wagen raus. Das gibt's doch gar nicht. Okay, das kann ich vergessen. Jetzt ist er nicht aus dem Wagen gesprungen. Tut mir leid, dass ich für das Level doch noch ein bisschen länger brauche. Ich habe gesagt, so gut wie Danny kann ich Donkey Kong nicht. Also noch nicht mal ansatzweise. Mist. Aber es wird schon noch. Schön wäre gewesen, wenn ich jetzt beim ersten Versuch durchgekommen wäre. Ich krieg den Luftballon aber auch nicht, ne? Ich muss noch kürzer springen. Leute, es tut mir wirklich mega leid. Aber das ist gerade nicht mein Level. Das ist eigentlich mein Lieblingslevel. Was verkacke ich denn jetzt so hart? Hey, Juri, woran halt die Leben? Ja, weiß ich das nicht. Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sag natürlich immer, woran halt die Leben? Da fragt man sich nachher natürlich immer, woran die Leben hat. Keine Ahnung, woran er gelegen hat. Bei mir. Gibt's ja zu. Schön, dass du reinschaust. Ablein. Ablein. Goldige Buckel. Wieder ein Höhlenlevel. Ich fast in die Biene reingeflogen. Ich weiß gar nicht, wofür das Rad ist. Keine Ahnung. Das weiß ich gerade nicht. Hat wahrscheinlich irgendeinen Sinn und Zweck. Vielleicht nochmal zum Anfang zurück damit. Ich glaube, da unten wäre ein Bonusspiel gewesen. Oder? Mhm.
Alter, wir brauchen erstmal wieder Leben. So, hier haben wir die Mitte. Hallo? Ich will oben lang, da ist der Frosch. Meine ich. Und das N. Das N brauchen wir natürlich auch. Hier war der Frosch, ne? Ja. Ich dachte, da oben wäre noch was, aber das war meine Anzeige von den Leben oder war noch von den Leben. Konnte man nicht sehen durch die Höhle. Habt ihr denn eine schöne Weihnachtsgeschenke bekommen? Habt ihr da eine schöne Bescherung gehabt? Oder überhaupt schöne Festtage gehabt? Denkt mal, auch alle viel gegessen. Viel zu viel gegessen. Dieser blöde Reifen. Goldige Buckel. Ishikawa ist auch da? Hallo Ishikawa. Habe ich dich schon begrüßt? Ich glaube noch nicht, ne? Ich meine aber ohne Reifen kommt man da auch rein. Oder auch nicht. Obwohl, ist der Frosch überhaupt so sinnvoll hier? Ich fall damit ja eh nur runter. Ich finde den halt nicht so einfach zu steuern. Ich meine, man hat noch einen Vorteil, weil man theoretisch dann 3 Hitpoints hat. Aber wenn man in den Abgrund fällt, fällt man in den Abgrund. Dann ist man eh tot. So, jetzt aber runter. Nochmal so eine Kackstelle. Ja, das Gute ist, er kriegt die Bienen kaputt, ne? Mit Zingers. Was gibt's nicht? Der scheiß Frosch, ne? Ich lasse ihn jetzt weg. Ich bin schon wieder auf das Rad gekommen mit dem Frosch. Können ja auch unten sein. Der Frosch ist eh nicht mein Liebling. Ja gut, jetzt ist aber ohne Frosch ist auch kacke. Ich kann mich nicht entscheiden, ob mit Frosch oder ohne Frosch. Ich glaube doch mit Frosch. Aber das ist scheiße, mit dem über die Reifen zu springen. Ich hätte warten müssen. Gut, dass wir schon ein paar Leben haben. Das ist erst die zweite Welt, die eigentlich noch relativ leicht ist. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob Donkey Kong da oben hochkommt. Der ist ja so schwer. Ne, der schafft das gar nicht. Ich glaube, da kommt nur die hier. Oh Gott, ohne Frosch. Dass ich mich durch die Bienen kommen soll. Ups! Genau, das war mein Mikrofon zwischendurch mal. Ich weiß nicht genau, wie ich das feststellen kann. Ich lag schon wieder so blöd auf der Kante. Da war mein Mikrofon weg. Mal gucken, wie das aussieht. Ach, ich starte jetzt aber auch mit Donkey Kong. Ich will mit Diddy Kong starten. Ich komme da nicht hoch mit ihm. Das ist kacke. Können wir mal zurückgehen jetzt? Mache ich auch. Wir gehen mal auf Nummer sicher. Komm. So, ich hoffe jetzt mit ihm komme ich da wieder hoch. Hat ja gerade auch geklappt. Ja. Ich versuche ja schon immer vom Frosch abzuspringen, wenn ich in den Abgrund falle, aber das hat bis jetzt noch nicht geklappt.
groß genug vom Mikrofonständer, ja. Der ist irgendwie noch nicht so richtig reingestellt. Der geht immer hoch zwischendurch. Es gibt es nicht. Ich schaff das Level nicht. Das ist mir ja noch nie passiert, Leute. Das tut mir leid, dass ich heute so schlecht bin. So schlecht war ich noch nie. Wirklich nicht. Aber der springt einfach nicht vom Reifen ab. Aber ich brauche den, sonst komme ich nicht durch die Bienen durch. Ich mag keine Froschlevel mehr haben. Wir gehen gleich nochmal zurück in die erste Welt und sammeln Leben. Das Mikrofon ist nicht zu leicht. Das ist doch okay, das ist doch wahr, ich bin nicht. Ich traue mich nicht zu springen. Jetzt traue ich mich schon nicht mehr. Jetzt habe ich keinen Frosch mehr, jetzt muss ich es ohne schaffen. Nur das ist vom Schwanz aus genug. Meiner hat am Anfang gequetscht, wieso? Muss ich erstmal ölen, das ist auch geil. Ruckzuckstation, dann gehen uns die Lampen aus. Oder nicht aus, sondern die werden grün. Ich muss nochmal schön die Bienchen hier anmachen, damit die Viecher hier schlafen, weil die kriegen wir nicht kaputt. Also man muss ruckzuck sein, kurz gesagt. Ein paar Bananen nehmen. Boah! Bitte. Darf man nicht langsam sein. Ah, ich habe die Rollattacke nicht hingekriegt, Mist. Nein, ich dachte doch. Ah, ich wollte schon sagen, ich dachte, da wäre ein Bonusspiel. Hab ich doch gewusst. Zumindest ein paar Bananen. Krokodile, die mag ich auch nie. Die machen den Mund immer so weit auf. Oh, oh. Boah, das war knapp. Na gut, jetzt habe ich das O nicht. Dann machen, können wir nur einen Knopf draus machen. Ja, es geht trotzdem noch mal mit, weil wir es können. Wenn die beiden zu hart schlagen, was? Wir gehen erstmal speichern zu Candy. Aber Süßigkeiten, Lady. Sie hat gar keine Süßigkeiten. Wieso heißt die Candy? 17%. Funky brauchen wir auch nicht hin. Bad Mühlstein. Nicht richtig. Am besten wäre das K gewesen, glaube ich. Achso, ich dachte, das wäre ein Bonusspiel. Ups. Hier gibt es auch den Frosch in dem Level.
Tipps. War das Bonusspiel mit dem? Aber. Dann wären wir da in Ungarn. Gibt's einen 99 jeden Trick, ehrlich? Ja, ich will ja nicht schummeln. Viecher hier sind fies. Da gibt es später, ich glaube in der Ölfasswelt, ein Level, wo man mit so einem Aufzug, mit so einem Lift durch die Gegend fährt und man nur auf dieser Platte sein darf und dann fliegen die Viecher einem um die Ohren. Und wenn man dann mit Didi spielt, hat man echt die Kraft. Ich habe das nie geschafft mit Didi. Weil, nein, ich bin davon. Nicht der Frosch. Weil die, die nicht kaputt kriegt. Nochmal speichern, weil danach kommen wir ins nächste Level. Ich habe keinen Bock, die Level nochmal zu machen, falls ich kaputt gehe. Man kann ja so oft speichern, wie man möchte. 20%? 20 Minuten, 20%? Na, 22 Minuten, ne? Obwohl, wir haben ja noch Begrüßung gemacht. Wenn man gut ist, was ich jetzt nicht unbedingt bin, was ich jetzt nicht sagen würde, dann könnte man das, glaube ich, in, Minuten durchschauen. Noch schneller eigentlich, weil man hat die 100% muss man dann schon schaffen. Man hat das Spiel ja schon vorher durch. Die Gegner sind jetzt nicht so schnell. Noch nicht. Das sagt man lieber noch nicht. Traumental. Geierfeier. Mini-Nickies. Ich glaube, das war nur für das Cargo-Gut, oder? Mit Reifen bringe ich mich meistens mehr um, als sie mir helfen. Spielen haben sie auf jeden Fall was gemacht, ne? Im Gegensatz zu Teil 2. Teil 2 sind die schon bedeutend besser. Hier, Speedrun. Nee. Hauptsache irgendwie noch ein bisschen durchkommen, weiterkommen. Haben wir hier Bonus spielen? Schneller. Oder ich laufe in den Mond rein. Hey, hey. Ist auch eine Geierfeier, ne? Da bin ich fast zu weit gerollt. Thank you.
Ach Mann. Ja, ich komme ja schon. Okay, da kommen wir auch wieder. Dann müssen wir mal rein. Was? So nah war der doch gar nicht dran. Das war eine Feier für die Geier. Sie haben es geschafft. Oh. Oh. War schon kurz vorm Ende. Scheiße. Zu früh. Egal, Level geschafft. Die Geierfeier ist beendet. Yay! So, was haben wir jetzt? Wipfelkommune. Passend zu Donkey Kong habe ich natürlich auch meine Donkey Kong-Tasse am Start. Mit lecker Arizona-Eistee für euch. Ach ja, herzlichen Glückwunsch. Und Markus dichtet wieder ein schönes Gedicht. Ich glaube, ich muss echt nachher mit Self-Set spielen. Ich habe es früher auch mal geschafft, durchzuspielen, aber das ist kein Problem. Da unten ist eine Banane. Aber ich traue mich nicht. Ich weiß, ich bin mir nicht 100% sicher, ob da ein Fass ist. Ich kriege gar nicht mehr so viel Leben rein, wie ich ausgehe. Fall-Level, wo ich dran scheitern mache. Oh! Okay. Die Bananen nehmen wir aber trotzdem noch mit. Nein! Nein! Ach Mann, wieso ist das denn so unfair gemacht? Das muss man wissen. Ich weiß das nicht mehr. Jetzt muss ich schon wieder von der Mitte aus sagen. Tut mir leid. Jetzt muss ich aufpassen. Ich
Ich habe keine Taste gedrückt, Leute. Ich habe nichts gedrückt. Mein Controller spinnt. Ich habe wirklich nichts gedrückt. Also sollte ich einfach in der Luft drücken? Das ist doch Quatsch. Ich habe es gerade geschafft gehabt. Mann, das ist fies. Das Spiel trollt mich. Keine Leben mehr rein, wenn ich immer nur runterfall. Aber ich wollte schon sagen, ich habe schon wieder nichts gedrückt. Fuck, verpasst. Wow, schon wieder fast runtergefallen. Ich traue mich hier gar nicht mehr weiterzulaufen. Oh, geschafft, geschafft, geschafft. Ja, die Tasse. Genau, das ist ein Pass. Die hast du ja auch, Danny. Hab ich mal gesehen. Ich habe die das allererste Mal beim Retro-Basti gesehen. Hab ich mir gedacht, ach, die ist cool, die willst du auch haben. Nee, das traue ich mich nicht. Haben wir hier ein Bonusspiel? Ach, du kommst wieder. Ich will mal ruhig mal jemand sagen können. Ich hab das K leider nicht. Ah. Okay, die Mitte haben wir schon mal. Spiel ist auch viel vorsichtiger. Ich weiß. Nee, das lassen wir. So, die Geierfeier ist noch nicht vorbei. Die Geierfeier weiter. Shit, bin ich denn jetzt kaputt? Ah, ich werd verrückt. Ja, ja, dann springt mein Mikro wieder hoch. Ja, ich muss das mal kurz festmachen. So. Jetzt hab ich meinen Daumen eingeklemmt. Aua. Die Scheiße hier nochmal machen. Wegen einem von euch, ey. So. Aufpassen wegen den Geiern. Und ich mach mich jetzt mit dem Fass kaputt. Geht auch. Level? Ja, Level geschafft! Ja, hast du sie auch das erste Mal beim Retro-Basti gesehen?
Fumble-Tempel. Die Grafik für SNES ein Weide, das stimmt. Ich dachte mal, da kämen wir noch hoch. Okay, muss man auch schnell sein. Und da verfolgt dann nämlich das Biberrad. Lenny, du streamst morgen wieder, ne? Heute nicht, oder? Oh, und das war knapp. Ein mutiger Sprung. Ah! Wenn der Fall sagt, geh runter, dann gehen wir mal runter. Heute nicht, morgen Abend habe ich vor. Okay, morgen dann. Ja. Ich kann das nicht mit dem Kuchen gehen. Egal, ein paar Bananen sind schon gut. Ich hasse die Springviecher. Das war knapp. Und der Insider, der streamt auch gleich noch um 19 Uhr. Also in einer guten Stunde. Ich weiß aber nicht was. Er ist gerade duschen. Der wird wahrscheinlich nochmal verraten. Aber das mochte ich so sehr mit dem Sonnenuntergang. Das fand ich immer so schön, das Level. Jetzt haben wir einen Strauß. Ich finde die Tiere alle nicht so schön zu steuern, muss ich sagen. Gerade mit dem. Wie kannst du denn hier fliegen? Mit? Gerade mit dem nachgemachten Controller. Mit dem Emulator. Ich weiß nicht. En Garde geht. En Garde finde ich gut. Um zu steuern. Ach komm, ich wollte auch auf den drauf springen. Was gab es denn hier unten nochmal? Nichts. Das wäre wahrscheinlich ein Bonus gewesen, wenn ich das Fass mitgenommen hätte. Aber habe ich leider nicht. Na, komm auf den Wappen auch nochmal. Da war hier noch einen. Kurz gucken, ob hier noch einen oben ist. Ja, war der immun dagegen? Das weiß ich gar nicht. Das wäre natürlich cool.
Stimmt, das ist noch mein verfehlter Level. Ich bin ein bisschen sicherer mit Donkey Kong. Und am besten noch mit Angard. Ich weiß leider nicht, wo hier die ganzen Geheimgänge sind. Oh, miese Miesmuscheln. Die sind ganz schön mies drauf. Habe ich schon verpasst. Super. Gibt nachher auch noch dieses schmutzige Level, dieses schmutzige Unterwasserlevel bei den Ölfässern. Das mag ich gar nicht. Aua! Was ist hier mit dem? Komm, da hin, schauen wir es ja wohl noch. Oh! Na, wenn ich sterbe, fange ich zumindest jetzt hier an. Klapp. Da ist Lili. Hier gab es mit Sicherheit auch einen Garten, ich weiß noch nicht wo. Das kann man aber ganz schön gut verstecken, muss ich sagen. Das Geld bringt wieder nicht viel, aber das Level ist geschafft. Leopard Skill. So ein geiles Game gab es auf dem Mega Drive nicht. Nee, das gab es auch nicht auf dem Mega Drive. Ist Patrick eigentlich mittlerweile immer noch nicht da? So, wir gehen trotzdem nochmal speichern. Aber danach wieder eine andere Welt betreten. Nicht, dass ich mich nochmal machen möchte. Es gab eine Donkey Kong Serie? Nee, die habe ich nicht gesehen. Wusste ich gar nicht, dass es das gab. Habt ihr jetzt die Biene? Bumblebee Rumble? Ja, Bumblebee Rumble. Wie krass ist das? Völlig aus. Was? Ich hatte doch einen Schutzfass. Boah, ist so schnell. Okay. Nicht, dass Patrick sich beschwert. Also nichts verpasst, war die so scheiße, die Serie. Ich hab's auf Discord angekündigt und ich hab's bei, Dings. Bei, wie heißt das jetzt? Bei Twitter angekündigt. Kann Patrick sich nicht beschweren. Patrick ist eigentlich immer im Discord oder im Twitter. Aber vielleicht ist er heute auch mal unterwegs, ne? Dann hat er nicht immer Zeit. Macht er mal zwischendurch auch was anderes. Außer Streams. Zwischendurch mal. Also doch. Namewalker, 11,08 Stunden, 1360 Coins. So, Gorilla Gletscher, jetzt kommen meine Level. Jetzt kommen meine Level, die ich nicht mehr so kann, obwohl ihr ja schon gesehen habt, dass ich bei denen davor schon Probleme hatte. Warten wir mal auf den Geier. Genießt da in seiner Retro-Sonntags-Folge so durchgerusht. Hier. Ich glaube, bis
hier was gespielt, ne? In der Eiswelt bis zum Speicherpunkt. Mein Ton. Das sieht auch so schön aus, das Level, muss ich sagen. Nachher, wenn es schneit, finde ich es nicht mehr ganz so schön. Oh, zum Schluss wird gerade verpasst. Klappers heißen die, ne? Ich finde die scheiße. Au! Ja, jetzt zieht sich der Himmel schon so. Vielleicht fängt es an zu schneien. Weiß nicht mehr, was hier kommt. Und ich spring in die Biene. Juhu. Ah, ich glaube schon. Ja. Ich meine, bis hierhin bist du. Willkommen. Kann ich das Bonusspiel nochmal machen? Mal schauen. Ja, könnte ich ja nicht aufmachen jetzt, bis ich Leben sammeln kann. Wenn ich das immer hinkriege, mir zu merken, wo der Frosch ist. Wow. Es ist auch so arschrutschig hier. Wie U. Sagt einfach U. Ich will eine Biene. Ach, hier ging's auch. Ich trau mich nicht weiter, ich weiß nicht, was kommt. Ihr habt die Mitte. Verschneite Mitte. Ich hab das O verpasst. Nee, das Fass, das ist mega schnell da oben. Das muss ich mal sagen. Also in Level selber will ich aber kein Safe State setzen. Wenn, dann mache ich das, wenn ich ein Level geschafft habe. Ich glaube, das wäre nämlich sonst blöd. Oh. Oh. Er springt einfach neben das Fass. Oh, nicht das Mikrofon touchen. Ja, schneiden könnte auch mal, ja. Ich glaube nicht. Ja, ehrlich, war das so schlimm? Einfach zu schwer, der Affe. Ich habe ja gesagt, ab den Schneeleveln geht's los bei mir. Dann kann ich es nicht mehr gut. Ich tausche nochmal. Obwohl, das ist hier besonders schön, finde ich. Ich glaube, hier gab es auch mal eine Abkürzung, dass man sich einfach runterfallen lassen kann. Und dass man dann durch das halbe Level fliegt mit den Fässern. Aber ich weiß nicht mehr, wo die war. Konzentrieren. Ich weiß nicht, wie man das eigentlich machen.
Sollen wir mal. Ich benutze es nicht. Aber ich mach's mal. Wir haben ja noch 13 Leben, vielleicht, wenn ich es bis dahin nicht schaffen sollte. Warte mal, da war er doch im Fass irgendwo drin. Wieso habe ich den denn nicht mitnehmen können? Ich habe ihn nicht gesehen. Starte ich immer mit einem nur, ne? Da ist er, ne, da ist er im Fass. Vielleicht kann man Gewitter? Die wo? In nein! Schnee! Nicht Gewitter. Das war's! Ja, das war's! Ich komme nicht weiter! Ich hasse die Schneelevel, ich hasse sie so sehr. Die sind doch so schön, aber trotzdem schwer. Ich will kein Safe-State im Spiel. Das ist doch kacke, oder? Ich glaube, ich muss es machen, sonst seht ihr das immer und immer und immer wieder. Ich habe jetzt gleich gerade mal gespeichert. Wenn ich Game Over gehe, ich habe noch 10 Versuche, dann werde ich das, glaube ich, mal machen müssen. Aber bis dahin habe ich noch eine Chance. Bis dahin probiere ich es noch. Ja, und jetzt herzlichen Glückwunsch. Ja, fuck. Aber jetzt bin ich ein bisschen weiter gekommen. Und hallo Käseliebhaber. Ich bin gerade hier ordentlich am Verzweifeln. Ich hoffe, du hast ein bisschen Zeit mitgebracht. Lenny, wie bist du denn hier so schnell durchgekommen, ey? Du hast doch mit Sicherheit die Fassabkürzung genommen unten, ne? Weißt du noch, wo die war? War die hier, wo der Geier ist? Wenn du weißt zufällig, dass sie da war, sag mir mal Bescheid. Weiter. Glück. Ja klar, alles Glück, ne? Können war das. Die Fässer bringen mich um hier. Gibt's? Das spricht ja nicht mehr rein. So, Leute, wir machen das jetzt mit dem Safe State. Das geht so nicht. Ich habe keine Lust, das immer und immer wieder zu probieren. Da rutscht direkt mein Mikro hoch. Zumindest bei dem Level danach versuche ich es wieder ohne. Thank you.
auf der Eisdiele hier. Durchstehen! Nochmals fröhliche Weihnachten für dich und deine Lieben und kommt gut drüber ins Jahr 2019. Durchstehen! In ein paar Wochen sehen wir uns ja wieder, D. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Und schön, dass du reinschaust. Okay, das gibt jetzt auch mal ein bisschen Motivation. Vielleicht schaffen wir es jetzt mit Dorschens Motivationsspende. Okay. Und dann muss da Soße rein. Ihr wisst bestimmt. Nein, dann eben nicht. Hier nochmal. Da war ein Fass, ich hab's gesehen. Scheiße! Komm, dann speichern wir nochmal. Ich will dieses scheiß Level weg haben. Ach man, da wäre das rübergefallen. Wie habe ich das denn früher mal geschafft als Kind? Ich war doch wahnsinnig, ey. Ich drück mal falsch ab. Ich drück immer falsch ab. Das hätten wir jetzt noch fünfmal machen können. Ich will, dass das Level endlich rum ist. Und jetzt falle ich voll in die Biene. Okay, ich darf noch nicht so schnell. Ich lasse die erstmal ein paar Mal durchfliegen. Habe ich es ein paar Mal durchfliegen lassen und hat trotzdem nicht funktioniert. Wir speichern jetzt bei jedem Fass. Fuck. Gleich haben wir es wieder. Wenn wir das Level geschafft haben, dann wird es wieder besser. Total hoch, sorry Leute. Hallo Evil Drill! Ich bin gerade am Ausrasten hier. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich hier war. Wie geht das nochmal so? Ich bin ja jetzt trotzdem nochmal. Danke STG Steffen für dein Follow! Tut mir leid, dass ich mich gerade so schlimm anstelle. Aber danach wird es wieder besser, versprochen. Ich will dieses blöde Level hier nur noch schaffen. Ja,
Ja, ich bin drüber, ich bin drüber. Und da ist noch eine Biene. Jetzt kommt noch ein Klapper. Jetzt kommt noch ein Klapper. Oder? Ja! Schnee vors Gletscher geschafft. Mit Schummeln ohne Ende, aber egal. So. Und Chris Melanese, danke für deinen Host und herzlich willkommen. Und hallo Steffen. Ach, Popo-Tentakel, ja, warte. Ich war so im Stress drin jetzt. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendwas übersehen. Hallo, hallo, hallo. Popo-Tentakel ist auch da. Popo-Tentakel ist auch in meinem Chat. So, endlich mal wieder was anderes jetzt. Diesmal mit Fässern. Komm her. Danke. Ja, wir kommen weiter. NG Banane, K.O. NG Banane, K.O. NG Banane, K.O. NG. Ja. Okay. Juhu. Die Bonusspiele. Die Prozentzahl hat man auch schon freigeschaltet, ne? Sobald man ins Bonusspiel reingeht. Oder muss man es auch noch geschafft haben? Ich weiß das gar nicht mehr. So. Endlich mal wieder ein richtiges Level. Ohne Fässer. Die Ruschen, ja, nein, Mietz, ganz böse Mietz. Wo ist denn mein Kätzchen? Wo ist mein Katerchen? Mein wolliger kleiner Kumpel? Ja, guter Junge, das ist mein Katerchen. Nein, Mietz, böse Mietz. An dem blauen rutscht man hier von alleine hoch, an dem blauen Seil. Und an den roten rutscht man von alleine runter. Und man springt auch von alleine in die Biene rein. Wollte ich mal so gesagt haben. Geier da oben, der soll mal rumgeiern. Komm. Muss wieder ein bisschen vorsichtiger sein. Ah, da ging das Bild nicht so ganz mit, ne? Was schreibt ihr denn alles Schönes? Schreibt ihr noch was? Zur Mitte bin ich noch gar nicht gekommen. Ach. Nö, nochmal machen wir das nicht da oben. Ich hab's ja jetzt einmal schon gemacht. K haben wir auch schon. So, Bild gürtelt hier. Oh ne, das K war hier. Da muss man genau den richtigen Punkt zum Abspringen haben. Noch mal eine Chance. War hier das Bonusspiel? Ja, da war das Bonusspiel. Ach du Scheiße. Nintendo, ich fange direkt mit dem O an. Ich wollte von hinten aufpassen. Chris Melanese schenkt mir auch noch ein riesen Weihnachtsgeschenk. Was schenkst du denn Schönes der Mia, oder? Ja, soll ja eine Überraschung sein, darfst du uns ja nicht verraten, ne? Aber diesmal rollen wir den platt. Und jetzt kamen hier die Hüpfdinger. Aber zumindest bis zur Mitte. Schon, ich krieg die Mitte jetzt nicht kaputt. Ja. Da, wo haben wir schon mal? Schwertfisch, zweiter Hangar. Müssen wir zur Toilette, fällt mir gerade auf. Weiß ich hier lang? Ja, ne? Muss ich hier hoch? Glaub schon. Das Level sieht auch richtig schön aus, finde ich.
Mit diesen Kristallen, die so glitzern. Boah! Sorry, dass das so lange dauert, aber das geht nicht anders. Wie man das machen soll, das habe ich mich schon einmal gefragt. Man hat ja hier noch ein Seil, aber das geht nicht weiter als bisher. Warte mal, er geht da hoch? Warte mal, da ist er hochgegangen, ne? Guck mal, da geht er immer höher. Aber das bringt mir auch nichts. So seitlich abspringen und wieder dran springen geht auch nicht. Hab ich ja schon so oft probiert. Was ist schon wieder los hier? Fatima Fong gibt's zu Weihnachten? Ich glaub nicht. Hier, Fatima. Eiszeitallee. Oh nee, nicht schon wieder so ein Level. Wenn ich hier wieder speichern muss, tut mir leid. Ich glaube, das ist so ein Level, da hört der Schnee gleich auf, ne? Bei dem einen Level hat es angefangen. Bei dem anderen Level hört es gleich auf. Jetzt haben wir jetzt hier die Weihnachtsgeschenke von Evil, ne? Aber ich dachte schon, ich komme nicht mehr zurück. Ach du je, mit Blumenstrauß. Donkey Kong Country Game, genau. Hm? Ja. Hm? Hallo? Ich konnte es nicht mehr steuern. Ach Leute, ich muss mal ganz dringend zur Toilette. Eiszeitallee. Wir gucken mal, dass wir noch bis zum nächsten Save-Point kommen. Aber ich glaube, Insider fängt um 7 an und da brauchen wir noch eine kurze Übergangszeit. Die aus schnellem Essen besteht und alles einrichten werden. So. Ja, Musik ist episch auf jeden Fall. Ich liebe die auch. Ne? Oh je, jetzt haben wir den Dreierstraßen. Der fliegt nicht immer.
Jetzt ist er geflogen. Ha! Oh, wir haben den Stoß. Alles mal in zwei. Kriegen wir jetzt vielleicht sogar noch vier Leben hin. Kann man ja so schlecht wieder raus. Das war ein großes Problem. Wir brauchen noch 40. Ja, vier Leben haben wir. Ich habe angekündigt im Discord und ich habe bei Twitter angekündigt, dass ich Donkey spiele. Ich weiß auch nicht, wo der Patrick ist, aber gerade schon welche gefragt. Keine Ahnung, persönlich habe ich ihm jetzt nicht Bescheid gegeben. Ich möchte schon wieder Popo-Tentakel sehen. Popo-Tentakel ist hier. Lalalala. Patrick wird sich mit Sicherheit beschweren. So wie ich ihn kenne. Ups. Ist eigentlich hinter dem noch was? Ich traue mich, den nicht kaputt zu machen. Okay, es tut mir leid, dass wir immer wieder hier reinkommen. Aber diesmal. Komm, das reicht. Nein, den Strauß, ich hab den Strauß vergessen. Ach nee. Aber wir machen es ohne. Wir machen es gar nicht ohne, wir machen es gar nicht. Das ist schon wieder so ein Level, wo ich nicht weiterkomme. Müde Schneelevel. Die sind die schlimmsten für mich. Ich weiß nicht wieso. Ich finde es optisch sehr, sehr nice. Aber vom Schwierigkeitsgrad her echt schwer. Fast so schwer wie die Ölwelt. Komm, wir holen uns wieder Bonus. Ich vergesse den Strauß schon wieder. So. Wenn das hier nicht so rutschig wäre und ich nicht einfach in den Abgrund springen würde. So, und nochmal? Da können wir nochmal das Bonus-Spiel machen. Der Niete bleibt. Wie gesagt, ich kann es nicht so gut wie du. Ich wollte einfach nur mal das Strauß-Bonus-Spiel machen. Um noch ein paar Leben zu sammeln. Sein. Wieso gehst du denn immer weg? Ich mache es halt nicht. Ich brauche halt ewig dafür. Das gibt's doch nicht. Immer wieder dieses Scheißseil. Und du blöder Kack-Arschvogel gehst mir auf den Keks. Ist hier irgendwie ein Bonus? Ich muss das jetzt mal testen. Hier haben wir schon einen Strauß. Oh, ich kann ihn kaum steuern. Habt ihr das gesehen? Ich bin vom Strauß runter und bin mit in den Abgrund gesegelt. Hol ich mir nochmal.
liegt halt manchmal nicht. Das ist halt wieder das mit dem Emulator, das Problem. Es liegt an der Steuerung. Mit Strauß bin ich jetzt noch kein bisschen weit gekommen. Mach jetzt auch mal dieses blöde Bonus-Spiel nicht. Kann ich denn hier runter? Ja. Retrobossi, danke schön für dein Host. Und herzlich willkommen. Ich komme nur bis zu der Stelle, dann kacke ich ab. Nichts für kleine Kinder, nicht Lippenkuss. Ich bin doch gerade am Ragen. Die Stelle ist doch gar nicht so schwer. Das rutscht einfach alles hier. Schneelevel liegen nicht. Ich hab's ja schon angekündigt. Das noch bis hierhin die ganze Zeit. Ja, ja, wie das stimmt auch. Wenn du lange wartest, ne, dann macht er immer irgendwelche Sachen. Der kotzt sich jetzt am Kopf. Der Donkey Kong macht ein mal in die Mitte kommen. Ja, die Mitte. Der hat sich hier irgendwie ein bisschen verirrt. Der gehört doch ins schöne südwarme Klima. Oh, wieso springt er denn nicht richtig mit dem Reifen? Das O einsammeln. Nein, das traue ich mich nicht. Diese Rollattacke nicht so gut. Ich weiß, da muss man drehen und vorm Abgrund, im Abgrund dann noch die Sprungtaste drücken. Ich weiß, wie es geht, theoretisch. Jetzt schreibst du mir bei Steam, das ist kein Steam-Spiel, Chris. Das wird nicht angezeigt. Donkey Kong gibt's nicht bei Steam. Ja, zumindest nicht den Teil. Nicht bis zum nächsten Savepoint spielen. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. In der Zeit. Guck mal, jetzt springt er super, aber weh, ich will abspringen. Ja, doch, jetzt geht's auch.
ich weiß, ich hab das auch nicht. Kommt da noch was? Nein, ich hab das Level geschafft. Juhu! Juhu! Aber du packst das. Das dauert halt nur was, ne? Ach du Jemine, was kommt jetzt? Ach, ein Wasserlevel. Wir trinken noch ein Schlückchen. Ich hab nur, ist nur aufgeploppt, dass du mir geschrieben hast. Der Irrgarten hier. Obwohl es eigentlich nur einen Weg gibt. Von Irrgarten ist es auch nicht. Man denkt aber irgendwie, man geht den gleichen Weg wieder zurück. Wenn da keine Bananen gewesen wären, würde ich das wirklich denken. Probieren wir es nochmal.
hier war das noch gar nicht. Nein. Hä? War es nicht hier? Nee, war es wirklich noch nicht. Dann kommt das jetzt. Nein, hier nicht. Hier. Ha! Das ist doch hier irgendwo, war das auch ein Luftballon. Das ist gar kein Ding, oder? Hab's mir noch gedacht. Ich bleib erstmal hängen mit ihm. Das kann ich so gut besteuern. Wie viele Level das noch sind. Eins noch. Das mache ich jetzt auf jeden Fall noch zu Ende. Danach können wir nämlich speichern. Egal wie lange das dauert. Oh oh, jetzt habe ich die Arschkarte. Jetzt habe ich die Arschkarte. Okay, wir haben schon die Mitte. Die kriege ich ja nicht kaputt mit ihm, ne? Boah, das ist fies, das ist richtig fies. Ich weiß das Ende. Okay, wir haben es geschafft. Weshalb wollte ich machen? Weshalb sind wir zum Speicherpunkt gekommen? Eigentlich habe ich gehofft, dass ich es heute durchschaffe, aber wie gesagt, wir brauchen noch ein bisschen Zeit, um zu wechseln. In einer halben Stunde geht es gleich schon weiter mit Insider. 38%. Und ich habe schon die Hälfte der Eiswelt geschafft. Viel. Einmal muss ich mit Safe-Stats mogeln, aber das geht schon. Ich speichere das hier nochmal in dem Ding selber. So, auf Slot 1, damit es nicht weg ist. So. Und dann gehen wir mal in den nächsten Bildschirm. Nein, das ist falsch. Sorry, sorry, sorry. Erstmal gehen wir hier hin. Meine Haare sind mal wieder explodiert, wie immer. Kurz noch ein bisschen Musik zum Abschluss. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Ja, Leute, das war Donkey Kong Country 1. Leider nicht ganz durchgeschafft. Ich habe es ein bisschen unterschätzt. Ich dachte, ich krieg's hin in der Zeit, aber leider nicht. Achso, bitte näher ans Mikrofon. Sorry. Ich halte mein Mikrofon mal fest. Ja, ich musste ein bisschen mit der Lautstärke was umstellen. Aber. So, so hält's. Jetzt bin ich ganz nah dran. Ja, schon zu Ende. Ja, Insider streamt jetzt gleich weiter. Er braucht noch ein bisschen Vorbereitungszeit. Und wir streamen ja aus einem Raum. Daher geht's leider nicht anders. Also wie gesagt, geduldet euch eine halbe Stunde. Esst vielleicht noch mal ein bisschen was. Oder was auch sonst immer. Und danach könnt ihr beim Insider zuschauen. Ich danke euch fürs Zuschauen und Dorsten, danke nochmal für die Riesenspende und für die anderen natürlich auch, für Insider, für den Sub und Daywalker auch nochmal für die Spende. Und ich weiß auch nicht, wann es weitergeht. Ich muss mal gucken. Vielleicht streame ich auch Silvester, mal gucken. Ist ja mein Montag, ist ja mein Streaming-Tag. Ich kann es aber noch nicht versprechen. Schaut einfach mal spontan rein. Ich kündige es rechtzeitig an. Ich verabschiede mich jetzt erstmal. Bis gleich beim Insider. Tschüssi!